Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von F1 mit mir, eurem Zotas und natürlich mit gut Patian LP. Hallo. Yo, hast du auch wieder in dein Cockpit gefunden? Nee, noch nicht, noch nicht. Noch sehen wir einen wundervollen Ladebildschirm. Oh, Regen wird angezeigt ein bisschen. Soweit bin ich noch nicht. Dann gucken wir uns gleich mal das Wetter an. Oh ja, 58% Regenwahrscheinlichkeit. Na verdammt. Jetzt muss ich hier auf den Koop-Partner warten, steht hier. Na, ich bin gerade ins Auto gestiegen. Bin heute mit den normalen WLAN drinnen. Echt? Ja. Was denn deswegen da los? Ja. So. Heute, okay, jetzt im Qualifying, aber im Rennen ist 0%, also heißt es schnell auf die Strecke. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo das Benzin einstellen kann. Kann man anscheinend, hat irgendwer geschrieben, ne? Ja, bei FIFA, bei F1 14 meinte er, 13. Ach so, okay. Ich sehe hier nichts, also wenn ich jetzt hier, du bist schon draußen, nehme ich mal an. Ja, ich bin schnell raus. Ich habe Angst, dass es regnet. Ja, du hast recht. Also ich sollte hier jetzt auch nicht so viel Zeit verschwenden. Guck noch einmal in schnell. Und ich fahre gleich mal raus aufs Gras in der Einführungsrunde. Bin mal gespannt. Bis jetzt Niederlagen auf kompletter Ebene gegen dich. Ich habe ja eben dem Startbildschirm Statistik ins Gesicht geklatscht bekommen. Die Strecke selber habe ich ja eigentlich gern. Wo fahren wir überhaupt? Das ist eine hervorragende Frage. China. China, oh ja. War ich letztes Jahr gut, glaube ich. Also, das heißt letztes Jahr, ne? Vor zwei Jahren. Ja, das können wir uns eigentlich immer anschauen, ein bisschen vorher, wie wir da denn gefahren sind. Mit der richtig langen Geraden dann. Mit der Gegengeraden. Und wahrscheinlich dann das DRS wieder schön aktivieren. Boah, hier wirst du aber rausgetrieben in der Kurve. Bist du hinter mir? Ja, weit. Bin weit, weit nach dir gestartet. Jetzt haben wir dem Gras auch mal einen Besuch abgestattet. Ja, das auch erledigt. Muss man ja auch. Pflichttermin. Muss man wieder aufpassen wegen Abkürzen bei der Schikane auf jeden Fall. Ich mag es, wenn diese Poller breit aufgefächert da sind, mag ich gerne mal rüberfahren. Das mag das Spiel aber nicht. Ich mag schon die Zielkurve mag ich nicht. Also zur Zielgeraden die erste Kurve rein. Magst du nicht? Nee. Und die erste Kurve ist auch unangenehm. So. Oh ja, die ist ja mal richtig eklig hier. Ja. Also da, ich weiß gar nicht, wie ich die einschätzen soll. Aber das sind so Kurven, da wird Risiko belohnt, ne? Oder auch nicht. So, Alonso macht Platz. Aber mir ist auch einer im Weg. Uiuiui. Kontrolle ist hier im Moment nicht vorhanden. Hückenberg ist das. Hat aber auch Platz gemacht, aber auch nicht so richtig toll. Ich glaube, der ist das letzte Rennen noch ein bisschen in Erinnerung. Wie du vorbeigerauscht bist. Ich glaube eher, wie ich ihn geblockt habe. Sind ja eher mehr Hindernisse im Feld. Oh Gott, drei Wagen vor mir, Hilfe. Kwiat, der mir mal Rosberg überhaupt keinen Platz hat den macht. Windschatten bei mir ausgenutzt. Dieses Schlitzauge, das wollte ich sagen. Schlitzauge, Rosberg? Interessant.
Nochmal, mit der Runde werde ich wohl keinen Blumenstrauß gewinnen. Wo bist du? Zweiter, aber weit hinter Rosberg. Schau mal, ob die Runde noch was bringt. Aber schon ein Zehntel langsamer als vorher. Ich bin nochmal 1,3 Sekunden langsamer als du. Oh, diese langgezogene erste Ekelkurve. Ja. So, jetzt geht mir der Sprit aus, wird mir schon gesagt. Ich hoffe, das geht sie nochmal aus mit noch einer Runde. Oh nein, es fängt an zu regnen. Ja, es fängt an regnen. Das heißt, die Runde wird umso wichtiger. Der kluge Fahrer hat natürlich auf Rennen abgestimmt. Oh shit, jetzt habe ich einmal auf diese scheiß Anzeige geguckt und mich sowas von verbremst. Verdammt. War knapp 8 Zehntel schneller als in der letzten. Ja, jetzt habe ich es natürlich weggeworfen. Ne? Ja, 3000stel schneller. Das hat sich nichts gebracht. Jetzt wird's auch rutschig, jetzt trifft dich nur noch. Ja, die Runde brauche ich auch nicht zu Ende fahren, da kann ich direkt hier in die Box. Ach, ist das ärgerlich. Die Frage, welche Reifen wir jetzt aufziehen, ne? Ja, Intermediates oder aber mit den Trockenreifen ist es doch noch fahrbar momentan, muss ich zugeben. Da bleibe ich ein, zwei Minütchen drin und wechsle dann auf die Intermediates, ich weiß es nicht. Ich könnte es dir jetzt gerade nicht sagen. Ach, Reifen. Ich fahre mal auf Intermediates raus. Ich meine, die fahren hier alle noch auf Trockenreifen. Ich könnte echt nicht sagen, was besser ist. Ich würde auf Trockenreifen irgendwie rausfahren. Spät. Weil ich habe momentan keine Probleme. Hier ist schon eine Gischt auf dem... Ja, jetzt bisschen. Ich muss mal gucken, ob ich hier... Geht's. Ah, verdammt, ich habe die Boxengasse versäumt. Oh. Nein. Ich muss noch eine Runde fahren. Ja, Boxenfunk wurde mir gerade gesagt, ich soll mir Trockenreifen holen. Sag ich doch. Bleib auf Intermediates jetzt. Ich denke, das wird gleich. Es regnet ja relativ stark. Ich gehe davon aus, dass die Trockenreifen gleich nicht mehr gut sein werden. Weil die Intermediates ein bisschen auf dem Gras war. Ja, ein bisschen Grip auffangen. Vom Fahrverhalten her sind sie okay. Nicht schlimmer als die anderen Reifen, die wir so fahren. Du hast sofort in die Boxengasse gefunden, oder? Ja. Ich hab's mal auf der Minimap angeguckt, wo die anderen Punkte hingefahren sind. Da war es relativ einfach zu finden. Okay, ich glaube, DRS ist auch schon deaktiviert. Das ist natürlich ein Nachteil jetzt auf der Geraden. Ja, es ist alles ein Nachteil. Eigentlich kann ich jetzt in der Box fahren und das Training beenden. Ich werde nicht mehr an meine Zeit rankommen. Mein Auto stottert auch. Bist du auf Trocken immer noch? Ja. Fahr mal auf Trocken raus.
Ah ne, jetzt sagt der Intermediates auf einmal. Wow, wow, wow. Alter, ist das ne... Ah, das heißt, ich habe morgen freie Reifenwahl, da ich ja mein Intermediates hier bin, oder? Ich bin noch auf dem 10. Platz. Aber ich hab's an die Boxen, in die Boxengasse geschafft, wenigstens. 5 Minuten haben wir noch Qualifying, mein Visier ist langsam... ...war auch ganz schön rausgetragen aus den Kurven. Entschuldigung, gibt es die Autos auch mit Traktionskontrolle? So, Intermediate. Oh! Alter Raikön, ist der denn irre, der Typ? Was ist passiert? Wir sind gerade mit 280 in einen stehenden Raikön gefahren, weil der meinte... Gibt das eine Strafe für dich? Auf jeden Fall brauche ich 9 Flügel. Hier spielt momentan nicht viel in die Karten. Ich mache mir wieder... Den Ruf des Grosjean mache ich wieder alle Ehre. Aber ich weiß nicht, ich muss es mir nochmal angucken nachher, aber ich meine, ich kann da nicht so viel für. Er zieht in mir rein. Ich habe halt auch, ich kann auch nichts mehr machen bei dem Wetter, ne? Wenn ich mit 280 ankomme und er fährt da... Ja, zieht der einfach rüber, oder? Ja. Boah, ich sehe die Teile. Ne, mit Intermediates geht da ja auch nichts mehr, also... Mann, 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 Mann. Da liegen nochmal Teile. Das war ein ganz schön heftiger Aufprall. Bei ihm wahrscheinlich der Heckflügel weg. Reparaturen. Wir fahren nichtsdestotrotz trotzdem noch mal raus. Zumindest um noch ein bisschen Feeling für die Strecke zu bekommen. Deswegen bin ich auch noch auf der Strecke. Ich will noch 2 Runden drehen können. Morgen haben sie uns ja schönes Wetter angesagt. War Katastrophe hier zu fahren, ey. Ja, du wirst ja auch wahrscheinlich eher auf Trocken-Setup unterwegs sein. Ja, aber du auch, oder? Ja. Ne, keine Chance. Oh. Mach mal ein paar Drifts noch. Schauen wir mal, ob wir die Kurven noch packen. Nicht im Vollgas auf jeden Fall. War Hamilton ein bisschen hinterher? Mit dauerhaft durchdrehenden Reifen. Ich auch. Wop. Mich dreht's mit den Intermediates so weit raus. Ich glaube, Regenreifen wären momentan viel besser. So, nochmal auf eine fliegende Runde gehen. 14. Platz, da werden wieder Lenkräder fliegen nach der Session.
Eieiei. Aber auch bei den anderen Fahrern drehen die Reifen durch. Kein Grip auf der Strecke, also es ist wahrscheinlich auch kein Wetter mehr für Intermediate. Bin schon in die Boxengasse wieder abgebogen. 5 Sekunden langsamer. Die Reifen nur am durch. Kein Gas aufgebaut. So, dann würde ich sagen. Nee, nicht zusehen. Wend mal den Part. Ach, du bist noch auf der Strecke, oder? Ja. Ich schleuder hier noch ein bisschen übers Land. Schau mal dir zu. Ne? Wo bist denn du? Ah, da. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte schon bei dir bleiben. Alter. Weile eine reine. Ah! Da geht mir noch der Motor kaputt. So. Leider kommt diese Chromfarbe nicht rüber bei den McLaren, weil der ist eigentlich voll verchromt und das sieht eigentlich nur grau aus. Ist aber grafisch auch sehr schwer umzusetzen. Kann man wieder nur hoffen, dass wir morgen wieder einen guten Start erwischen. Und bei dem hast du sowieso immer. Ja, sagt der Richtige. Vielleicht gönn ich mir auch mal wieder einen Rennurlaub. Die Boxengasse ist auch absoluter Bullshit einfach. Ja. So, das war's auf jeden Fall für den Part. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Rennen. Tschüss. Ciao.